So, ich bin gerade dabei, Tulpen zu holen. Ja, die schmelzen total. Wir brauchen die Tulpen für Galagugu, wie wir letzte Folge herausgefunden haben. Ihr braucht ja 16 Stück. Wir haben nicht mehr ansatzweise 16. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ne? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Zurück in den Garten und jetzt einmal hier Dauergießmäßig. Schwupp, 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 schwupp. Ja, dann kannst du wieder rein. So, jetzt haben wir auch wieder die Tulpen am Start. Die müssen jetzt erstmal noch gedeihen. Dann kehrt auch Galagugu wieder zu uns zurück. Und wird sich hoffentlich mal an irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was es überhaupt braucht. Nochmal speziell. Warte mal kurz. Irgendwas stimmt in meinem Computer gerade nicht. Nee, ist noch alles in Ordnung. Alles cool. Weg damit. Ratschepü, Püratsch. Der Axios. Und hier kommt sein erstes Kind. Achso. Wieso habe ich denn die jetzt noch? So, und wir haben hier natürlich noch das da. Das ist auch super. Alter Schwede, da wird es langsam voll drin, aber. Lass uns mal kicken. Okay, whatever. Kann natürlich nicht erkennen, wer wer ist. Yeah. Oh, Diamant. Und dann geben die nur 72, ist auch bescheuert, ey. Elephantilla, komm her, du musst jetzt noch eine dieser Stachelbeeren phrasen, dann bist du fertig. Also nee, dann ist das fertig, dann kommt die nächste Aufgabe, er hat ja noch eine. Es ist zum Heulen, Alter. Ohne Witz. Arachnika haben wir auch noch nicht gehabt. Es ist alles nicht so witzig. Alles nicht so toll. Ja. Was machen wir denn jetzt? So, wir haben 1, 2, 3, 4. Wir müssen ja noch mal... Unos Momentos, was? Ach ja, stimmt. Die sind ja noch. Habe ich ja schon aktiviert. Und wo ist dann bitteschön Nummer 2? Da oben. So, warte mal. Und da ist Elephantilla. Holt sich jetzt die letzte Stachelbeere ab, hoffe ich doch mal. Huch. Hallo, mein Brummbärchen. Ja, ja, komm und hasch mich. Bla, bla, bla. Ach komm, ist doch jetzt hier. Mumpitz ist das doch schon wieder hier. Ach man, ich bin doch extra so lang gelaufen, damit der mich jetzt nicht erwischt. Telefon. Yay! Unos momentos, por favor.
So, da bin ich wieder. Wir haben gerade eine Anfrage bekommen von Pinata Central. Eine deiner wertvollsten. Könnt ihr gerne haben. Immer so stressig. Die Exes und so sind gerade voll am Ratzen. Halt, ich höre was. Ausgerechnet jetzt sind alle da drin oder was? Willst du mich verarschen? Sorry, Leute. Aber ich habe hier eine Aufgabe für euch. Willst du mich verarschen? Du! Hierhin! Ach, Leute! Er kotzt mir alles hier komplett voll! Weil ihr minderbemittelten Scheißviecher einfach nichts hinkriegt! So, hat jetzt es gefressen oder was? 4 Erdnüsse, ich hoffe, es reicht jetzt aber langsam mal. Mann, das ist langsam zum Heulen hier alles. Es macht keinen Spaß, diese verdammten Drecksraudis. Es ist nicht schwierig, das ist scheiße. Lass Geld da und dann? Nein, ich mach nur Witze. Lass jetzt, hast du. Alter, er baut sich jetzt gerade einen kompletten Weg. Wo ist dieser scheiß Mellowhof, der sich darum kümmern sollte? Ich bin drauf, heute Zeit, Digga, frag mich nicht wieso. Die Zukunft ist verschlossen, ich bin ein. Komm jetzt erstmal hier hin, weil du ja selten dämlich bist, überhaupt einen scheiß Weg zu finden. Der ist nicht mehr! Ey, willst du nicht. Alter. Das ist alles so sinnlos. Die Welt ist kalt, besser, dass du dich verstellst. Was? Du deinen Glauben an die Wahrheit an dich selbst. Alle wollen Schlagzeilen, ich geb euch paar Zeilen. Seid ihr dann zufrieden, dass die Wahrheit wie ein Grab schweigt? Ich zieh mir alles aus dem Arsch, sicherlich der Mann. Nein, mein Perrybow prügelt sich mit dem Rowdy. Das ist immer schon so falsch, war Gift in den Augen. Ich hab deinen Schatten zwar gesehen, doch keiner will es mir glauben. Was ist Liebe? Scheiß auf die Definition. Liebe ist, wenn du fliegen kannst, trotz Gravitation. Wenn du gehst, was dann bleibt? Wozu reden? Kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir, wie weit. Wir uns entfernt haben, nie wieder fremd. Der Augenblick, an dem du merkst, dass du die Menschen nicht kennst. Wenn du gehst, was dann bleibt, wo zu reden, kaum noch Zeit. Wenn die Flügel heute brechen, bitte sag mir. Ja, hör auf mich zu stressen, Alter. Ohne Witz jetzt. Der frisst sich vorhin das Falsche satt, er soll die scheiß Erdnüsse hier fressen. Das dumme Scheißvieh. Alter, ich werd irre hier langsam! Nein, das wird sich nicht! Piss dich jetzt, du Schiss, du Knie! Mann! Super, die scheiß Wölfe bringen auch nichts gegen die dreckigen Rowdies. Super fucking du. Wow. Schön, hier ist eine komplette Dreckslinie aufgekommen. Ey, pack ich's denn oder was? Komm, lass uns mal was voll Unnötiges einballen in dieses Spiel. Entschuldigung, aber es nervt mich gerade echt, Alter.
Das kann doch nicht sein, du hast da einen dummen Wolf, der nur einmal anheulen kann und dann haut er ab, aber kämpft zwischendurch noch gegen scheiß Pinata und was bringt denn da was? Du kannst ja nur bezahlen. Ja, schön. Und selbst wenn du sie dann bezahlt hast, rennen sie noch irgendwo über scheiß Wasser, dass sie noch alles vollkotzen, während sie abhauen wollen, anstatt einen Scheißweg zu suchen, der überhaupt nicht total gepflastert ist. Ey. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht schwer, das ist nervtötend. Ich hoffe, Trouble in Paradise ist nicht annähernd so bescheiden. So, du bist jetzt ein komplett neues. Und die hier hat die ansatzweise jetzt irgendwas von dem gefressen, was da auf dem Boden liegt. Super, hier fehlt noch eine Erdnuss. Glücksbonbon haben anscheinend, da muss ich auch gleich nochmal da aber Hausen nochmal neu bauen. Willst du noch einmal den Eibors Waren stöbern, bevor der Tag? Noch nichts Neues. Hier, gib mir scheiß Wonderbonbon her. Komm her. Fressen, nein, du nicht. Ich bin zu blöd jetzt. Es ist unmöglich für mich. Gleich gibt's derbe aufs Maul, Digga. Ich schwör's dir. Alter. Fick dich, ernsthaft. Ficken. Ich weiß auch nicht, was ich da mit dir machen soll. Brauchst du wenigstens ein Glücksbonbon? Ist das Glücksbonbon? Ist das Glücksbonbon? Fick dich, Estolan. Wirklich, ernsthaft? Fick dich ins Knie! Ja, hau ab! Los, verpiss dich! Du Lappen, Alter! Was soll ich machen, ey? Ich kann dir nur was zu fressen geben. Vor allem ist es eins mit der wertvollsten Pinatas, die ich hatte, ey. Zum Kotzen, Alter. Scheiß da, Alter, ey. Absoluter Rotzgrat noch hier. Entschuldigung. Das sieht mir gerade echt den Kranz. Axis ist sehr unglücklich. Ja, ach! Ja, dann hau ab, Axis. Ja. Mir aus. Glaubst du es denn? Vor allem, es war eins meiner wertvollsten Pinatas, Alter. So ein Fick drauf jetzt, ey. So ein Fick, ey. God damn it. Ja, moin. Oh, schade. Ich habe mich so drauf gefreut, ein angesabbertes Drecksblabberboot zu kriegen.
Aber jetzt will ich mal gerade was gucken, Alter. Ich habe gerade ein Pinata auf eine schöne hohe Stufe gedödelt, Alter. Glaubst du es denn? 5000 Schokomünzen war Axel schon wert, Alter. Der hat einen Wert von 100.000 Schokomünzen. Ey, 5000 Schokomünzen hätte ich den verkaufen können, weißt du? Das wenigstens machen können. Nein! Ich will den ganzen Samen hier aufhalten. Alter, ey, das geht mir so gegen Strich. Ja, warum auch immer jetzt dieser Zaun weg ist. Weiß keiner so gerecht. Ist auch egal. Er ist es einfach. Boah, Alter. Es überrascht mich nicht, einen Gärtner von deinem Kaliber so früh Vor allem so weit habe ich es gar nicht davon abgebaut, Alter, ohne Witz. Alter Schwede. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt hiermit mal eine Folgenpause. Beruhigen uns alle erstmal wieder eine Runde. Und dann geht's gleich weiter.